Heute will ich ein Essay lesen aus dem neuen Buch Kosmos. Dieses Buch heißt nicht der Kosmos, sondern einfach Kosmos. Es gab schon mal ein Buch, was nur Kosmos hieß, von Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert. Das hat eigentlich damit wenig zu tun. Dieser Band enthält 14 Essays aus verschiedenen Jahren. Der älteste ist 1993 erschienen und der letzte 2019. Und diese Texte haben eine erstaunliche Relevanz und Aktualität für heute, weil sie etwas aufschließen, was heute immer noch ein virulentes und uns alle quälendes und bewegendes Problem ist. Es ist ja grundsätzlich so, das will ich kurz sagen, die Frage nach dem Kosmos, nach dem Weltbild, genauso wie die Frage nach dem Menschenbild, ist immer auch in gewisser Weise eine hochpolitische Angelegenheit, wie man ja aus der Geschichte weiß. Es ist also nicht belanglos, wie der Kosmos, wie die Welt gesehen wird. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang mit der die jeweilige Kulturformation tragenden Ideologien. Ich will heute den ältesten dieser Essays vorlesen, über den großen Renaissance-Philosophen Giordano Bruno, weil er eine Schlüsselfigur ist für die gesamte Geistesgeschichte der Neuzeit oder des Abendlandes der letzten Jahrhunderte. Er ist eine unfassbar geniale und großartige Figur, bekannt, aber vor allen Dingen bekannt wegen seines Todes, weil er am 17. Februar 1600 von der Inquisition umgebracht wurde, verbrannt wurde, nach 8 Jahren Kerkerhaft, ursprünglich auch eine Zeit lang Dominikanermönch. Sein Tod ist bekannter als sein Werk. Das ist eigenartig, vielleicht aber auch bis zu einem gewissen Grade verständlich. Also, Bruno wurde 52 Jahre alt. Gut. Der Essay hat den Titel Grenzüberschreitung ins kosmische Sein, von der Notwendigkeit, Giordano Bruno zu verstehen. Ich will kurz erwähnen, dass dieser Essay damals in einem Buch erschien, am Fluss des Heraklit, neue kosmologische Perspektiven vor 30 Jahren. Ich habe das 1992 geschrieben, 1993 wurde es veröffentlicht. Und hier in diesem Band sind auch ganz normale Mainstream-Physiker vertreten. Das war der Versuch, verschiedene zusammenzubringen in einem Band. Das ist dem Publikum nicht so richtig zu vermitteln gewesen, sodass diese Reihe bei Insel, Suhrkamp, dann nach einigen Jahren eingestellt wurde. Und so lag das Buch, war das 20, 25 Jahre eigentlich, nur noch antiquarisch zu erwerben. Und deswegen habe ich mich für diesen Essay entschieden, weil ich ihn eigentlich für wichtig halte. Also, Grenzüberschreitung ins kosmische Sein, von der Notwendigkeit, Giordano Bruno zu verstehen. Vieles, was man jetzt hört, auch der Einstieg, klingt so, als ob es jetzt geschrieben worden wäre. Es ist aber nicht jetzt geschrieben worden, sondern wirklich vor 30 Jahren. Manches habe ich vielleicht geahnt, was kommen wird, was vielleicht aber auch so schwer gar nicht war. Die Symptomatik des Untergangs ist auf unserem Planeten augenfällig. Ein großer Übergang scheint unabweisbar. Ob als Himmelfahrt ins Nichts, Herbert Kruhl damals, oder als Initiation in ein neues Sein. Auf der Bühne der Erscheinungen spricht nichts dafür, dass es gelingen könnte, die Logik der Selbstausrottung zu stoppen. Das mag man zynisch bejubeln oder beweinen, wie schon der hellsichtige Ludwig Klages, zu ändern wird es nicht sein, wenn nicht Teilapokalypsen massenhaft Bewusstseinssprünge produzieren, wenn nicht doch noch bis dato unbekannte Kräfte aus den tiefen Schichten unserer planetaren, kosmischen Existenz dem Ganzen eine rettende Wendung geben. Ich spreche auch in letzter Zeit viel davon, dass es dies doch geben könnte. Wir stürzen ab in rasender Geschwindigkeit. Und die tragende Erde hat ontologisch längst aufgehört, unsere Heimstatt zu sein.
Offenbar sind wir in eine Falle geraten. In eine tödliche Sackgasse. Hinter uns allen steht etwas anderes, heißt es lapidar bei Ernst Jünger. Und was wirklich und eigentlich geschieht, liegt im Verborgenen. So ist es immer noch. Das eigentlich liegt im Verborgenen. Und das, was wirklich und eigentlich geschieht, liegt im Verborgenen. Was ist das Eigentliche der technischen Seins- und Bewusstseinsform, heute würde ich vielleicht sagen Technokratie, die doch nur möglich wurde auf der Grundlage einer toten, des Numinosen beraubten Natur. Zugleich geschehen Öffnungen. Es gibt neben der düsteren Perspektive eines Sturzes ins Kosmische aus, jene andere, hellere, die ich formelhaft als Grenzüberschreitung ins kosmische Sein bezeichnen möchte, immer mehr Signale, Zeichen und Symptome eines anderen rücken in unsere Wahrnehmung. Zeichen am Himmel und in der Seele. Noch verhangen und vermischt mit kollektiven Wünschen und Projektionen, aber als symptomatisch bereits deutlich spürbar. Zwischen diesen Signalen des kosmischen Seins und den Symptomen, es ist alles aus, stehen wir heute in einer schwer zu lebenden Spannung. Merkwürdig ist, dass in diesem Zusammenhang fast nie jenes großen Grenzüberschreiters und radikalen Kosmologen gedacht wird, den die Kirche am 18. Februar 1600 als Fürsten der Ketzer öffentlich verbrennen ließ. Die in der Regel vorherrschende Unkenntnis über Giordano Bruno hätte etwas Rätselhaftes, wäre sie nicht zugleich Indiz für eine darunterliegende Schicht, den Unwillen oder das Unvermögen, sich einer bestimmten Herausforderung zu stellen, die mit der brunoschen Philosophie verbunden ist. Die Unkenntnis Brunos waltet heute nicht nur bei den Grenzwächtern des mechanistischen Paradigmas, sondern gleichermaßen bei den an der vordersten Front des grenzüberschreitenden Diskurses wirkenden Quantenphysikern, von denen keiner ernsthaft von Bruno angerührt oder gar beeinflusst wurde. Von den Philosophen ist Ähnliches zu vermelden, wobei die meisten ohnehin dem beherrschenden und sehr engen Realitätstunnel verpflichtet sind. Unter den großen Außenseitern und Querdenkern auf jenem Terrain, wo sich Naturwissenschaft, Philosophie und Spiritualität berühren, ist es einzig Helmut Friedrich Krause, 1904 bis 1973, der Bruno aufgreift und genuin weiterdenkt. Sein bis heute kaum bekanntes Buch Der Baustoff der Welt beginnt mit den Sätzen, Zitat, das hier vorgelegte Ergebnis intuitiver Erkenntnissen, welche den Denkergebnissen des Abendlandes diametral entgegensteht, geht auf eine Geisteshaltung zurück, die unseres Wissens im Abendland nur von einem Denker eingenommen worden ist, von Giordano Bruno. So bleibt beinahe alles zu entdecken bei diesem ersten Kosmologen des Innen und Außen, der vor 400 Jahren in die Fänge der alten Inquisition geriet. Heute gibt es so etwas wie eine neue Inquisition. Eingeschliffene Unterdrückungs- und Einschüchterungsverfahren, die sich im Wissenschaftsbetrieb von heute immer fester etablieren. Das war jetzt ein Zitat von Robert Anton Wilson. Zwar werden für die neuen Ketzer keine Scheiterhaufen mehr errichtet. Insofern stellt das tragische Schicksal Brunos keine aktuelle Gefahr mehr dar. Aber es gibt andere wirksame Methoden, das unliebsame Anpochen an die eisernen Pforten wissenschaftlicher Dogmatik abzuwehren. Viele haben schlicht Angst um ihre wissenschaftliche Reputation oder davor, sich lächerlich zu machen, wenn sie sich neuen, unorthodoxen Zugangsweisen zur Wirklichkeit öffnen. Wie war das mit Giordano Bruno? Wie trat er an? Was bewegte ihn? Da war zunächst das, was ich den Kopernikus-Schock nenne, aus dem die neuzeitliche Naturwissenschaft erwuchs.
Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X, heißt es bei Nietzsche. Sicher war, wenn wir Heidegger folgen dürfen, dieser Prozess schon lange vorher im Gange. Auch Nietzsche selbst nennt ja in anderem Zusammenhang Sokratismus und Christentum als Wirkfaktoren des nihilistischen Willens zur Macht. Was Kopernikus bewirkte, aber selbst nicht sehen konnte, war dies: die Heraushebelung der menschlichen Existenz aus der irdischen Verankerung, aus der kosmischen Seinsmitte hinein in das rundum Ungesicherte einer gähnenden kosmischen Weite. Ein wesentliches Ingredienz des Nihilismus ist das Verlorensein des Menschen in einem undurchschaubaren, lebensfeindlichen Universum. Die Erde als Staubkorn und Oase des Lebendigen inmitten der des Gottes beraubten Leere der kosmischen Nacht. Man denke an Kants Klage über die Astronomie, welche die menschliche Wichtigkeit zunichte mache. War die von Kant vollzogene idealistische Wende eine Art ptolemäische Gegenrevolution, wie Bertrand Russell vermutet? Kopernikus hat dem Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen und ihn damit erst einmal kosmisch entwurzelt. Zugleich erforderte die Erkenntnis, dass der tragende Boden kein ruhender Ort ist, sondern sich in rasender Geschwindigkeit bewegt, eine fundamental andere Physik als die aristotelische, nämlich eine kosmisch fundierte Physik, welche die scheinbare Ruhe des irdischen Standorts als solche verständlich macht und zugleich den kosmischen Bewegungen gerecht wird. Das sah Bruno, wie es Galilei, Kepler und Newton sahen. Im Unterschied zu den Gründervätern des mechanistischen Paradigmas war er, Bruno, sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, die Daseinsprämissen des Menschen radikal umzudenken. Das interessierte ja Kepler und Galilei und Newton gar nicht. Er begriff, dass der Kopernikanismus, von ihm erweitert zur Wirklichkeit eines auch materiell unendlichen und unendlich belebten Universums, einer neuen kosmischen Anthropologie bedurfte, nachdem die geozentrisch-christliche Anthropologie ausgedient hatte. Schon im Ansatz seines Denkens verknüpfte Bruno die Weitung des kosmischen Horizonts ins Unendliche mit der Vision eines neuen Menschentums jenseits der irdischen Begrenztheiten und Projektionen. Innen und außen waren für ihn auf der kosmischen Ursachenebene identisch. Das ist selten wirklich verstanden worden. In meiner Kopernikus-Studie habe ich die zentralen Fragen der kopernikanischen Herausforderung zusammengefasst. Nach der Bewegungsursache der Gestirne, die musste ja nun gefunden werden, nach den Gründen für den Schein der Ruhe der irdischen Plattform, nach Wirkungsform, Ursprung und Natur der Schwere, nach der Endlichkeit oder Unendlichkeit des Raumes, nach der möglichen Bewohnbarkeit auch anderer Himmelskörper und nach der Stellung des Menschen, wie der Funktion der Gottheit in der entgrenzten Welt. Ich behaupte, dass das neuzeitliche Denken im Kern projektiv, geozentrisch diesen Fragen nicht adäquat begegnet ist. Der brunische Ansatz blieb weitgehend folgenlos. Idealtypisch gibt es drei Formen der Naturwissenschaft, denen entsprechende Bewusstseinsformen zugeordnet werden können. Erstens, Naturwissenschaft, Bewusstseinsform des natürlichen Seins. Zweitens, Naturwissenschaft, Bewusstseinsform des technischen Seins, der Seinsverlassenheit, wie Heidegger sagt. Drittens, Naturwissenschaft, Bewusstseinsform des kosmischen Seins. Naturgemäß existieren Mischformen. Die Naturwissenschaft des natürlichen Seins ist wesenhaft stofflich-geozentrische Physik, ordnende Phänomenologie der gelebten Einheit von Natur und Mensch. Natur als Mutter Erde, was keine Idylle im Sinne moderner Fantasien bedeutet, aber doch als luminose Wesenheit, der Raum als bergende Höhle,
Schon der altjüdische Gottesbegriff hat diese Bewusstseinsform in Frage gestellt. In stärkerem Maße dann der Sokratismus, Platonismus und das Christentum. Aus der geistigen Überwindung der geozentrisch-sinnlichen Ebene, also die Erde im Mittelpunkt und als die Vorstellung, dass die Erde und die unter unseren Füßen das eigentlich Wirkliche ist, was ontologisch einen radikalen Bruch darstellte, erwuchsen in der Folge des Kopernikanismus, idealtypisch gedacht, zwei Stränge der nunmehr höheren Naturwissenschaft. Die naturalistische Ebene wurde durch eine supranaturalistische ersetzt. In der Rückschau ist unverkennbar, dass seit Kopernikus an einer Transzendierung und Relativierung der erdgebundenen Unmittelbarkeit, die unsere Lebenswelt bestimmt, in Richtung auf eine höhere Erkenntnisform nicht vorbeizukommen war. Der Weg, der dann seit Galilei und Newton beschritten wurde, entsprach dem Strang des kausal-mechanischen Denkens und zugleich des machtförmig-projektiven Berechnungs- und Beherrschungswillens, der langfristig gesehen totalen Zerstörung der natürlichen Ebene, nicht ihrer höheren Bewahrung, auch im Sinne Hegels. Die ontologische Grundstellung war die der, Alexandre Coiré, Zerstörung des Kosmos, der experimentellen Vernichtung der Natur zugunsten eines neuen Seinsstatus, der als technisches Sein bezeichnet werden kann, vielleicht heute Technokratie, was zugleich den Stand der Vergessenheit des natürlichen und des kosmischen Seins einschließt. Das wäre ohne die christliche Vision als Erlösung, als Herauslösung aus dem Naturzusammenhang, C.G. Jung, nicht möglich gewesen. Der zweite Strang oder Weg der höheren Naturwissenschaft im Nachkopernikanismus, wie der erste oberhalb der natürlich-sinnlichen Ebene und insofern auch supranaturalistisch, ist der dritten idealtypischen Naturwissenschaft und Bewusstseinsform zugeordnet, deren erster großer Repräsentant im Abendland Giordano Bruno war. Bruno gegen Galilei, so lautet die Formel, kosmisches Sein gegen christlich-technisches Sein. Natürlich ist diese Formulierung ein Äußerstes an Verkürzung oder Vereinfachung. Es gibt auch Verbindendes zwischen beiden Strängen, obwohl das Trennende überwiegt. Die neuzeitliche Physik, die stets in der Substanz abstrakter Naturwissenschaft war, wie etwa Werner Heisenberg immer wieder betonte, war und ist eine Physik der platonischen Verzifferung. Das Ideal des platonischen Geisterreichs bestimmte die experimentelle Skelettierung der Phänomene. Die Fiktion der unwandelbaren und universell gültige Naturgesetze zerstäubte gleichsam die bunte Farbigkeit und Vielfalt der Sinnenwelt, technische Weltverwüstung, wie Louis Mumford als einer der ersten erkannte, Mythos der Maschine. Die eminenten Erfolge des machtförmig rechnenden Denkens sind bekannt. Weniger bekannt sind die ihm zugrunde liegenden Prämissen und erkenntnistheoretischen Zirkelschlüsse. Die Urfiktion gleichsam der neuzeitlichen Physik ist das sogenannte Trägheitsgesetz, die Fiktion der Äquivalenz von Ruhe und geradlinig gleichförmiger Bewegung, die niemals und nirgends zum Ende kommt, wenn nicht äußere Kräfte eingreifen. Hieran lässt sich das Wesen naturwissenschaftlicher Fiktionen überhaupt erkennen. Der konsequente Verzicht auf die Wesenserkenntnis der Natur machte die gedankliche Konstruktion von Fiktionen erforderlich. Erfindungen, die dazu dienen, den Ordnungszusammenhang der Phänomene abstrakt, platonisch abstrakt zu deuten und dem technischen Machtwillen zugänglich zu machen. Die unbegrenzt aufrechterhaltende Trägheitsbewegung der Himmelskörper im Wechselspiel mit der
von seit Newton unterstellten universellen Gravitationswechselwirkungen, gleichfalls eine Fiktion reinsten Wassers, schuf weitreichende Mathematisierungsmöglichkeiten, blieb aber stets philosophisch, erkenntnistheoretisch, bodenlos. Der Kosmos wurde zunehmend mehr und mehr zur lebensfeindlichen Wüste. Trägheit wurde zur quasi göttlichen Anima Motrix, zur bewegenden Weltseele, und die Heranziehung kosmischer oder gar metaphysischer Bewegungsursachen jenseits der Trägheit galt als Anachronismus. Die ontologische Grundstellung der totalen Annihilation der natürlichen Ebene und der Verwüstung der Erde drückte allen Erkenntnissen der abstrakten Naturwissenschaft ihren tödlichen Stempel auf. Und mit der Atombombe und der ökologischen Krise trat dann der zunächst noch verpuppte Nihilismus in sein Offenbarungsstadium. Das ist auch eine fundamental andere Form der Transzendierung und Relativierung der Erscheinung als Konsequenz der kopernikanischen Revolution geben könnte, geriet zunehmend in Vergessenheit und ist auch heute nur mit Mühe und gegen den erbitterten Widerstand der wissenschaftlichen Orthodoxie ins Bewusstsein zu rücken. In der neuen Physik seit Albert Einstein, Planck, Werner Heisenberg und anderen ist dieser abstraktionistische, potenziell lebensfeindliche Grundzug der neuzeitlichen Physik nicht aufgehoben worden, wie vielfach behauptet wird. Im Gegenteil, der planetarische Machtwille erfuhr ein äußerstes Ansteigerung. Die neue Physik, so meine These, war auch ein Stück weit eine vertane Chance. Die echte und eigentliche Revolution der Naturwissenschaft fand nicht statt. Der Kern des mechanistischen Paradigmas blieb unangetastet. Heidegger etwa hat dies klar gesehen. Obwohl es sicher verfrüht ist, von einer Wiedergeburt der Natur in der Wissenschaft zu reden, wie dies etwa der Biologe Rupert Sheldrake getan hat, gibt es gleichwohl Ansätze zu einer sich dem kosmischen Sein öffnenden Neuorientierung der Naturwissenschaft. So geschieht eine Öffnung in äußerster Gefahr. Der Bewusstseinsbeton wird durchlässig und Kosmisches scheint hier und dort auf. Wie verzerrt und projektiv verfälscht auch immer. Giordano Bruno, richtig verstanden, könnte zum Zeitgenossen werden, könnte erkannt werden als das, was er ist oder war, der Wegbereiter einer Naturwissenschaft und Philosophie des kosmischen Seins. Damit stand Bruno in bewusstem und substanziellem Gegensatz zum Christentum, ohne Scheu auch vor dem Nazarener selbst und im Gegensatz auch zu allen abstraktionistischen Einengungen des Denkens, die er noch bei dem ansonsten verehrten Kopernikus konstatierte. Zitat Bruno über Kopernikus: Eines ist es, mit der Geometrie zu spielen, ein anderes, mit der Natur die Wahrheit zu erforschen. Oder? Ohne die herrliche Erkenntnis des Kopernikus ist die Kunst des Rechnens, Messens, Zeichnens und Entwerfens nichts als ein Zeitvertreib für findige Narren. Bruno liefert eine Grundlagenkritik der mathematisch-geometrischen Fiktionen. Diese sind in seiner Sicht geozentrische Relikte, gleichsam antikosmische Überbleibsel und als solche geeignet, die kosmische Umwertung der Daseinsgrundlagen zu verhindern. Die ontologische Grundstellung der brunischen Philosophie ist der kosmische Allorganismus, die bewusstseinsmäßige und spirituelle Weite des Raumes, die Symbiose von ganzheitlicher Anthropologie, also Menschenkunde, und Kosmologie, die offene Weite eines transmentalen Bewusstseins. Das mentale Selbst und die natürliche Ebene werden in einer höheren Ebene bewahrt oder aufgehoben. Was leistet die brunische Physik, Metaphysik, bei ihm gar nicht richtig zu trennen, in naturwissenschaftlicher Hinsicht über das hinaus, was man ihr bis dato großzügig zugestand, also die partielle Vorläuferschaft für das neuzeitliche wissenschaftliche Denken. Eine stichwortartige Gegenüberstellung des brunischen und des mechanistischen Denkens soll dies
einigen ausgewählten Aspekten verdeutlicht. Jetzt folgt in dem Buch 23 Gegenüberstellungen, die ich jetzt nicht hier alle vorlesen will, nur einige. Vielleicht kann man das später einblenden, weil es eine sehr schöne Tabelle ist, die man mitdenken kann, worüber man sehr intensiv geradezu meditieren kann. Ich gebe mal einige Beispiele dieser Gegenüberstellung. Links, mechanistische Weltsicht, das gilt auch für die Quantentheorie, das gilt für die moderne Physik überhaupt. Und Weltsicht Giordano Brunos. Erst Primat der Messbarkeit. Experimentell gedankliche Suche nach dem platonischen Sein. Bruno, Primat der Qualität. Mechanistische Weltsicht. Verzicht auf die Wesensfrage. Positivistische Beschränkung auf beobachtbare Größen und deren abstrakte Beziehungen keine Teleologie, also kein Ziel. Telos ist ja das Ziel. Darf es sozusagen in der Naturwissenschaft geben? Bruno, Wesensfrage zentral, Bezug zur Anthropologie zentral, Dinge als ganzheitliche Prozesse, als beseelte Wesenheiten. Mechanistisch, Verallgemeinerung der irdischen, erdoberflächenverhafteten Mechanik zur kosmischen Mechanik. Bruno, kosmische Relativierung der irdischen Physik. Steinwurf und Gestirnbewegung nicht wesensgleich. Mechanistisch, einer der Natur als einer der abstrakten Naturgesetze im All. Bruno, einer der Natur als universaler göttlicher Quellgrund, als Urmonade. Mechanistisch, strikte Subjekt-Objekt-Trennung. Objektivität als bloße Quantität, Gegenstand der Wissenschaft. Subjektivität unverbindlich, Privatsache, methodologische Schizophrenie. Bruno, Einheit von Subjekt und Objekt, des Suchenden mit dem Gesuchten, totale Einbindung des lebendigen Subjekts. Mathematisierung der Bewegung der zu Massenpunkten abstrahierten Objekte. Bruno, Atome als Monaden, als nicht quantifizierbare beseelte Einheiten, die sich jeweils zu größeren verbinden können. Ganz wichtig jetzt, mechanistisch, Raum als tote Leere, als totes immer weiter. Raum als tote Leere, bloße Ausdehnung und dreidimensionales oder mehrdimensionales Gefäß, abstrakte Absolutheit, bloße Koordinate zur Bestimmung toter Objekte. Bruno, Raum, Weltraum, als unendlich beseelter Bewusstseinsraum, als Weltseele, als multidimensionale Bewusstseinsqualität und Strahlung, schöpferischer Schoß der Formen. Mechanistisch, Gravitation, Schwerkraft, als bloß mathematische Größe, nach Newton, was viele gar nicht wissen, keine reale physikalische Kraft, im Gegensatz zur Trägheit, nicht ableitbar, instantan, allgegenwärtig. Bruno, Gravitation als Streben der Teile zum Gestirnorganismus, radiale Form der Schwerefelder der Gestirne bis ins Gestirnzentrum, daher im Mittelpunkt quasi unendlich groß oder null. Mechanistisch, Planetenbewegung als Fallvorgang. Planeten fallen um die Sonne herum als tote und schwere, träge Materiebrocken, einem Urstoß folgend, mathematisierbar. Planetenbewegung als Wirkung des unendlichen Bewegers, nicht von außen, Stoß oder mechanistisch, sondern von innen, Zentrum des Gestirns. Jetzt auch ganz entscheidend, mechanistisch, methodischer Atheismus. Forscher forschen ohne die Hypothese Gott als Mathematiker. Wenn Gott, dann ist der Gott der Mathematiker. So war die Auffassung im 18. Jahrhundert. Laplace zum Beispiel und so weiter.
Bruno, forsche als Monade integraler Teil der unendlichen Immanenz, Schau des göttlichen Abbildes. Mechanistisch. Trennung von Wissenschaft und Spiritualität, von exakter Forschung und unverbindlicher religiöser Überzeugung. Nach dem Motto, du kannst glauben, was du willst, aber Wissenschaft ist was anderes. Bruno, Einheit von Wissenschaft und Spiritualität, in sich spannungsreiche, widersprüchliche Einheit, keine Einerleiheit. Mechanistisch. Intellekt als Werkzeug der Erkenntnis des Kosmos und seiner Gesetze, Intellekt als machtförmiges Rechnen. Bruno, Intellekt als bloßer Ordnungssinn der Sinnenwelt, blind und ohne höhere holistische Wahrnehmung, Erkennen als erkennende, erleidende Liebe, analog zum Eros, spielt bei ihm eine sehr große Rolle. Mechanistisch, orientiert am Sein, an der ewigen Starrheit, Parmenides. Bruno, orientiert am ewigen Werden, Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung, sagt Goethe. Herakliteisch, Erkenntnis als unabschließbarer Prozess Richtung Unendlichkeit. Jetzt noch ein letztes. Allgegenwart, mechanistisch, des mathematischen Geistes. Bewusstes Leben eher oasenhaft. Noch in der Aufklärungszeit Gedanke der Allgegenwart, auch der menschlichen Vernunft. Seit dem 19. Jahrhundert vorstellungsmäßig toter Kosmos. Bruno, prinzipielle Allgegenwart des Prinzips Leben. Unendlich viele belebte Himmelskörper. Unendlich und ewig. Unendlich und ewig, ewig und unendlich. Erdoberflächenverhaftetes projektives Bewusstsein, mechanistisch, Bruno, kosmisches Bewusstsein. So, bei aller formelhaften Verkürzung, die staunenswerte Brisanz und Aktualität des brunischen Denkens wird umrisshaft erkennbar. Gerade im Vergleich mit jenen Ansätzen innerhalb der neuesten Naturforschung, die einen grenzüberschreitenden Charakter haben. Giordano Brunos Versuch, Naturwissenschaft, Kosmologie und Spiritualität zusammenzudenken, lässt sich beispielhaft an seinen Überlegungen zur Gravitation zeigen. Jener rätselhaften Bindekraft, die sich in Ursprung und Eigenart bis heute der herrschenden Methodik zu entziehen, wusste gerade in letzter Zeit wieder ein heiß umkämpftes Thema im Zusammenhang mit den Galaxien. Kein Physiker weiß, was Gravitation eigentlich ist. Genauso wenig wie jemand weiß, was jene nur in ihren Wirkungen zu erschließenden Strukturen im Raum sind, die als Felder bezeichnet werden. Bekanntlich hat Galilei den Fallvorgang mathematisiert. Die Frage nach der inneren Natur der Schwerkraft jedoch ausgeklammert, ja für unerkennbar gehalten. Newton postulierte, was strukturell unbeweisbar ist, jedenfalls in der behaupteten Universalität, die allgegenwärtige Massenanziehung. Gravitation wird bei ihm zur Fernwirkung ohne Zeitverlust. Das bedeutet, sie hat eine unendliche Geschwindigkeit. In Briefen äußert er die vorsichtige Vermutung, dass die Schwere eine göttliche Energie sei. Das Newtonsche Gravitationsgesetz, in dem der Zeitfaktor nicht auftaucht, dient zur mathematischen Beschreibung von Bewegungsvorgängen im All, kann aber die ihm inhärente Zirkelhaftigkeit nicht verdecken. Über die Manipulation der Dichtewerte der Gestirne können die beobachteten Befunde näherungsweise den Gleichungen angepasst werden. Newton wird gemeinhin zugeschrieben, als erster die radiale Form der Schwerefelder der Himmelskörper, also von einem Punkt ausgehend in alle Richtungen,
wird gemeinhin zugeschrieben, als erster die radiale Form der Schwerefelder der Himmelskörper erkannt zu haben. Einer der vielen Mythen der Naturwissenschaft. Richtig ist, dass Giordano Bruno bereits ein Jahrhundert vor Newton in seiner Schrift vom Unendlichen, dem All und den Welten, 1584, die Radialität der Gravitationswirkung herausstellte. Eigenartig, dass es nicht bekannt ist. Wichtiger noch, obwohl Newton hierdurch partiell vorweggenommen wurde, wurden zugleich jene mechanistischen Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen vermieden, die später zunehmend dogmatisiert den Erkenntnisfortschritt blockierten. Auch in der Erkenntnislehre Brunos spielen die Kugel und die von der Kugeloberfläche dem Mittelpunkt zustrebenden Radiallinien eine zentrale Rolle, etwa in seinen Gedanken zur meditativen Praxis der Kontraktion. Bruno nochmal, 1591, in dem Buch über die Monas, die Zahl und die Figur. Er hat übrigens die Monade in gewisser Weise erfunden. Leibniz hat es dann von Bruno übernommen, ohne ihn natürlich zu nennen als eigentlichen Begründer dieser These. Eines ist in jeder Kugel das Zentrum, gleichsam ein Punkt, zu dem hin jede um ihn herum befindliche Kraft direkt drängt, indem sie den Abstand durchbricht. Bereits 7 Jahre zuvor hatte Bruno in seiner kosmologischen Hauptschrift diese Grundfrage auf die Schwerefelder der Himmelskörper übertragen. Jetzt ganz wichtig, in jedem Gestirn, so auch in der Erde, schießen die Gravitationswirkungen radial im Gestirnkern zusammen bzw. verstrahlen von dort in die Unermesslichkeit des Alls, sind quasi unendlich. Daraus folgt, schon aus logischen Gründen, wenn die Prämisse stimmt, dass sich die Schwerewirkungen im Gestirnzentrum gegenseitig aufheben und oder unendlich groß werden, was auf das Gleiche hinausläuft. Zugleich manifestiert sich in diesem Zentrum die Einheit, die nach Bruno göttliche, unteilbare Monas. Gravitation ist also nach Bruno das Streben der Vielheit zur Einheit. Ein Gedanke im Übrigen, der dann über die Vermittlung des romantischen Philosophen Schelling auch bei Hegel auftaucht. Aus der Radialität und der Gravitationswirkung, aus der göttlichen Kraft der Monas folgt, dass Gestirne keine Schwere besitzen, kein Gewicht, keine aktive und passive Gravitationsmasse im mechanistischen Verständnis. Obwohl sogar in sich seriös gebenden Darstellungen zur Physik und Kosmologie verschiedentlich vom Gewicht der Gestirne die Rede ist, ist dies auch im Rahmen der newtonschen Himmelsmechanik schlicht absurd. Die Gestirne wiegen gar nichts. Giordano Bruno leistet ein Äußerstes an gedanklicher Spiritualisierung der Gestirne. Diese sind für ihn gewaltige Organismen, beseelte kosmische Wesen, mit einem ganz eigenen Bewusstsein sogar, zu dem der Mensch über die Monade, also den innersten Seelenkern seiner selbst, Zugang hat. Mittels der Kontraktion, dem Zusammenziehen der Seelenkräfte, hat der Mensch die Möglichkeit, an der kosmischen Kommunikation der Bewusstseinsfelder im Universum teilzunehmen. In jedem Teil, so Bruno, ist das Ganze nicht nur spiegelbildlich oder repräsentativ anwesend, sondern wirklich. Der Philosoph Schelling, hier ganz Brunianer, sieht Schwere als Wirkung der unendlichen realen Substanz, als Bewegungsimpuls gegen das Schlechthin eine. Trotz manchem Abstrusen, das die Schellingsche Naturphilosophie enthält, sie ist ein großer Versuch, die Einheit von Natur und Geist zu denken und das Rätsel der Schwere zu lösen. Zugleich ist Schelling der Begründer der elektromagnetischen Feldtheorie, der geistige Wegbegleiter Michael Faradays. Das tiefe Wort von Gregory Bateson, Newton habe die Schwerkraft weniger entdeckt als vielmehr erfunden, lässt sich schon von Schelling und Faraday verständlich machen. Beide widerstreiten der toten Mathematisierung der Gravitation durch die newtonsche Mechanik.
Faraday als Kritiker des materialistischen Atomismus in der Linie Bruno, Leibniz, Boskowitz stehend, formuliert als erster die Vermutung, dass die Schwere eine Feldwirkung sei, keine abstrakte Fernwirkung. Ein großes Problem in der Physik damals, ungeheures Problem. Die ihr zugeordnete Strahlungsenergie, so schloss Faraday, müsse unaufhörlich gespeist werden durch einen Prozess der Energieumwandlung. Da er die Materie selbst für eine Form subtiler Energie hielt, das hat er von Leibniz übernommen, liegt es durchaus in der Konsequenz dieser Hypothese, die Strahlungsenergie der Gravitation als Wandlung der Materie, der Materie zugrunde liegenden Energieform zu begreifen. Sehr schwer, jetzt alles im Einzelnen mitzudenken, aber das kann man ja vielleicht auch nachlesen dann. Richtig verstanden und weiterentwickelt hätte dies schon im 19. Jahrhundert zu einer Revolution der Physik führen können, die weit über das hinausgegangen wäre, was dann als elektromagnetische Materietheorie partiell die neue Physik vorbereitete. Doch das, Gottfried Benn, komplizierte, zerfaserte, hybrid übersteigerte Begriffsnetz der modernen induktiven Naturexegese verstellte und verstellt den Blick für die Notwendigkeit der, Maurice Boehmann, der völlig auf den Tod ausgerichteten Natursicht Newtons und der Newtonianer, eine grundstürzend neue andere Naturwissenschaft entgegenzusetzen. Das ist eben nicht geschehen. So konnte das mechanistische Paradigma seine fast ungebrochene Dominanz behaupten, die Außenseiter und neuen Ketzer nur wenig Wirkungsmöglichkeiten einräumte. Der Great Reset ist eine unmittelbare Folge dessen. Der Philosoph Helmut Friedrich Krause, einer jener neuen Ketzer großen Zuschnitts, versucht, die Physik von der kosmischen Ursachenebene und von der eigenen Satori-Erfahrung aus neu zu bestimmen, was zu verblüffenden Resultaten führt, die Krause selbst mit Giordano Bruno in Verbindung bringt. Für Krause ist Gravitation die Wirkung einer Masse- und wellenlosen Energieverstrahlung aus dem Gestirnkern heraus. Die Materie kraft unvorstellbaren Drucks reißt oder kollabiert und nun radial nach allen Seiten verstrahlt. Dieses Kernverstrahlungsfeld ist der Baustoff der Welt, die sublime, immaterielle Substanz der Gestirne, das Urfeld, Raumenergie. In dieser Energieverstrahlung radialer Struktur, die wir als Schwerkraft registrieren, haben wir nach Krause die energetische Grundlage und das Schwingungsmedium für alle physikalisch erfassbaren Materie- und Strahlungsvorgänge. Das Raumenergiefeld bewirkt den Zusammenhalt der Materie sowohl des Gestirns als auch der Galaxien. Dieses fundamentale Gravitationsfeld hebt sich in seinen Wirkungen im Gestirnzentrum in sich selbst auf, womit der geniale Gedanke Giordano Brunos von der Schwerelosigkeit der Himmelskörper aktualisiert wird. Das Raumenergiefeld ist die kosmische Brille für unsere irdische Wahrnehmung. Der Großorganismus Erde als kosmisches Subjekt ist eingebettet in sein Feld, dessen Zustandsänderungen durch Wechselwirkung mit den Feldern anderer Gestirne die Sinnenwelt der Gestirnoberfläche konstituieren, den kollektiven Traum gleichsam eines kosmischen Bewusstseins. Außer von Bruno ist Helmut Friedrich Krause unverkennbar vom Buddhismus und von der Maya-Brahman-Lehre der Upanishaden beeinflusst. Dass damit eine ontologische Grundlegung des Teilchen-Welle-Dualismus und der bekannten Paradoxien der Quantenmechanik geleistet zu sein scheint, gehört zu den staunenswerten Nebenergebnissen dieser Feldtheorie. Werner Heisenberg, mit dem ich 1974 darüber sprach, schrieb mir anschließend, er habe das Gefühl, dass Krause die Schwierigkeiten der von ihm behandelten Fragen unterschätze. Ob das so zutrifft, vermag ich nicht zu sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt hier wirklich eine Physik des kosmischen Seins vor. Die Verbindung von Spiritualität, meditativer Erfahrung und der offenen Weite eines transmentalen, also das mentale
intellektuelle übersteigenden Bewusstseins, das zugleich das Mentale bewahrt und integriert. Wie immer es sich in Wirklichkeit und im Letzten verhält, die eigentliche, große und längst fällige Revolution in der Physik, in der Naturwissenschaft überhaupt, in der Wissenschaft überhaupt, würde ich sagen, dürfte unausweichlich sein. Mag sein, dass diese erst einmal zu einem noch stärkeren Abbruch der Kommunikation führen wird, als ihn etwa David Bohm und David Peat schon für die Vergangenheit festgestellt haben, etwa am Beispiel des gescheiterten Einstein-Bohr-Dialogs. Irgendwann werden wir verstehen. Ja, schön. Wenn wir den Planeten nicht bereits vorher zerstört haben, dass wir keineswegs in einem lebensfeindlichen und kalten Universum leben, wie die herrschende Zitadelle der Wissenschaft unterstellt, sondern in einem lebendigen, multidimensionalen und bis in den letzten Winkel von Bewusstsein geprägten Universum, wie es Giordano Bruno als erster Visionär erfasste. Spätestens dann werden wir Bruno als unseren Zeitgenossen begreifen. So, das ist die Schlusssequenz in diesem Essay. Und das ist ein Impuls, den ich immer wieder auch in die Öffentlichkeit gebe und geben möchte. Die Allbelebtheit und Unendlichkeit und Ewigkeit des Kosmos. Und viele Gedanken ranken sich darum. Und es ist auch eine Möglichkeit, zu denken und zu meditieren und sich einzufühlen darin. Und das finde ich einen wunderbaren Ansatzpunkt, den man aufgreifen kann, ohne dass man ihn dogmatisch vertreten müsste. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, um einen Denkhorizont aufzumachen, der interessant ist und viele Fragen klärt, andere Fragen wiederum erst eröffnet. Es bleibt ein hochinteressantes Feld. Das kann man in den nächsten Jahren ganz sicher verfolgen. Das wird man auch sehen, wie das immer wieder die Menschen beschäftigt. Gerade heute oder in vor wenigen Tagen gab es doch ein spektakuläres Foto eines Superteleskops. Da sieht man unzählige Galaxien in einem kleinen Ausschnitt. Und da denke ich immer, überall sieht man diese Galaxien. Aber was weiß der Mensch, der seine Fernrohre da in die schwarze Nacht stößt? Was weiß der von diesen Galaxien? Null, gar nichts. Einfach nichts, schlichtweg gar nichts. Was sind das lebendige Welteninseln? Was weiß er von deren Leben, vom Sterben, vom Schicksal der Menschen, die dort leben, ganz sicher leben? Und was weiß er? Null. Es ist nur ein Bild, was mit bestimmten Prämissen interpretiert und wiederum platt gemacht wird und ins einfach Unsinnige verkehrt. Dann kommen solche Fragen auf, sind wir allein im Universum? Allein diese Frage ist eine solche blödsinnige und vollkommen irrwitzige Frage, dass man die ernsthaft stellen kann. Das kann doch nicht wahr sein, dass man solche Frage ernsthaft stellt, wenn man sich für intelligent hält. Gut, das möchte ich damit erst einmal bewenden lassen und freue mich, wenn ihr vielleicht dieses Büchlein Kosmos, was jetzt erschienen ist und käuflich zu erwerben ist, auch vielleicht lesen, das eine oder andere, auch sonst noch lesen und einfach mal gucken, dass das Leben sehr interessant sein kann, wenn man sich auch mit solchen Fragen beschäftigt. Spannend und aufregend und nie langweilig. Das ist immer eine hochinteressante Geschichte und da kann ich anregen. Und wer das möchte, kann auch auf meinem Kanal da sich tummeln. Gibt es einen QR-Code hinten, da gibt es zu den einzelnen Essays. In dem Band hier, zu den 14 Essays, gibt es Hinweise auf Videos, wo ich diese Themen behandelt habe, in einer ganzen Reihe von Videos, die es mittlerweile gibt. Und da werden auch noch einige dazukommen.